Ich bin nach Dubai gereist und ich bin nicht im Knast gelandet. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber ich bin nicht im Knast gelandet, weil ich natürlich auch nichts Verbotenes gemacht habe. Ich habe auch aufgehört mit dem Weed-Rauchen. Dafür smoke ich leider so diese Clip-Zigaretten zwischendurch. Aber egal, das ist für mich nur so ein bisschen chillen, ein bisschen auf entspannter, ein bisschen. Ich mache das immer, bei mir ist immer so unterschiedlich. Azizam Jay fragt, in welchem Hotel wart ihr in Dubai? Wir waren in verschiedenen Hotels. Ich warte auf jeden Fall so eine Beachvilla einige Tage in Nikki Beach. Das war traumhaft schön, weil ich da meinen eigenen Strand hatte. Dann waren wir nebenbei, waren wir auch im Le Méridien Royal und keine Ahnung, wir waren überall. Kapi hat mich eingeladen, gesagt, komm Digga, ich bin in Dubai, lass uns kommen. Lasst uns, kommt hier hin und lasst uns miteinander durchdrehen. Es gab auch Sachen, die wir miteinander machen mussten. Dementsprechend bin ich dann hingereist. Jamal ist nachgekommen und dort sind ein paar Sachen entstanden, die sehr interessant sind, sehr nice sind. War auf jeden Fall eine sehr geile Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war das erste Mal in Dubai. Es ist wirklich, wirklich krass, was die da hochgezogen haben. Das ist einfach irgendwie Las Vegas, mitten auf der arabischen Halbinsel da. Das Schönste aber war, dass unsere Bindung, unsere Freundschaft natürlich nochmal intensiviert wurde. Das passiert einfach, wenn man gemeinsam Urlaub macht und so längere Zeit miteinander ist. Dann lernt man sich noch besser kennen und wird noch enger miteinander, noch echter miteinander, noch nicer. Und das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr schön gewesen. Wir haben sehr gute Leute kennengelernt. Also ich habe wirklich sehr gute Jungs drüben kennengelernt. Liebe Grüße an alle, die sich dort so unfassbar gut und krass um uns gekümmert haben. Wir haben sehr viel Gastfreundschaft entgegengebracht bekommen. Sehr viele gute Leute, die dort am Start sind, die dort was gerissen haben und uns halt so teilhaben lassen an dem. An dem Standing, dass die sich schon viele Jahre in den letzten Jahren dort in dieser Metropole, will ich es mal nennen, aufgebaut haben. Das hat uns natürlich sehr krass erleichtert, viele Dinge. Richtig gute Leute kennengelernt, richtig gute Brüder kennengelernt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da schon wieder ein bisschen so Abturn auf Deutschland bekommen. So, ne? Ja, weil die Menschen einfach dort viel entspannter sind. Nicht so eine Neidkultur. Jeder gönnt dem anderen was. Ist eigentlich. Geht auch gar nicht anders, ne? Ist ein Staat, der sehr krass überwacht ist. Die größten Kriminellen sind da die kleinsten Kätzchen, so, weil da kannst du dir nichts erlauben. Und dementsprechend sind die Leute alle cool miteinander und es herrscht einfach nur eine unfassbar krasse Harmonie. Und das ist was Schönes. Jim Beam Boy, gibt es in Dubai kein Corona oder was? Mit ganz vielen Fragezeichen und dem Zeigefinger in der Luft. Also grundsätzlich einmal, mein Lieber, ich hatte selber Covid, also sagt man das so? Ich hatte Corona, ich habe das nicht an die große Glocke gehangen. Ich hatte Corona, ich bin wieder negativ gewesen. Ich habe meine Quarantäne gemacht. Ich habe mich hier ein paar Wochen eingesperrt gehabt und als das alles gegessen war und ich einen triftigen geschäftlichen Grund auch vorliegen hatte, habe ich gesagt, ich reise dorthin und passe auf mich auf und gehe natürlich verantwortungsbewusst mit dieser Reise um. So, das habe ich getan und dementsprechend bitte kein Zeigefinger. Ich weiß schon, was ich mache. Ich bin kein, ich bin nicht, ich bin kein Idiot, kennt ihr so? Wir haben dort gutes Zeug gemacht. Ich bin auch niemand, der so ignorant ist in so einer Zeit. Einfach, weiß nicht, so Urlaubs. Jetzt nur Urlaub, weißt du? Das ist immer mit Arbeit verbunden. Und die Arbeit muss auch irgendwie weitergehen, Alter. Ich werde wahnsinnig so. Wenn bei mir die Arbeit nicht weitergeht, ich werde wahnsinnig. Wir hatten da was zu tun. Einige Sachen kommen schon eher auf euch zu, als ihr es wahrscheinlich erahnt. Und das wird einfach brandgefährlich. Sicky Jackson 47, Bruder, weißt du, wieso dort jeder jedem gönnt? Weil dort jeder ein Macher ist. Ja, wahrscheinlich ist es so. Also, ich meine es ernsthaft so. Alle Leute, die ich dort kennengelernt habe, die auch ursprünglich aus Deutschland kommen, die sind natürlich ganz klar, haben ganz klares State of Mind, dass sie das, was sie dort erreicht haben, niemals erreicht hätten, wenn sie in Deutschland geblieben wären.
Ich will jetzt auch gar nicht so hier dieses Hype-Train-Erfolg-Level 4. Ich teile hier die Emotion durch. Und ich will jetzt auch gar nicht so Deutschland-Bashing machen. Ne? Das ist mein Zuhause hier, das ist meine Heimat. Ich bin hier groß geworden. Ich liebe es hier so. Ne? Und ja, nichtsdestotrotz gibt es viele Dinge, die mich hier so. Wie mir hier so einen depressiven Vibe verpasse, mal ganz unabhängig vom Lockdown und ganz unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die gerade laufen, her, die an sich schon die Stimmung trüben, so. Ich bin einfach ein Mensch, ich glaube, ich gehöre in die Sonne, kennt ihr so? Gibt's glaube ich, viele so, die diesen Vibe haben. Ich brauche das einfach. Ich glaube, ich muss einfach an einem Ort leben, wo grundsätzlich ein Vitamin D-Vibe herrscht. Und man auch aufs Meer blicken kann, das Wasser sehen kann, all diese Sachen. Jim Beam Boy, alles gut, alles cool. Ich bin so einfach, ne? Ich habe ein ganz anderes Gemütszustand, sobald ich weg bin von hier, ob Spanien, ob jetzt in Dubai, ob Santorini. Ich bin ein ganz anderer Mensch, so. Und das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss. Es gibt auch Leute, bei denen ist das genau Gegenteil. Die lieben den Winter, die lieben diesen kalten, dunklen Vibe. Und bei mir ist es halt absolut nicht so. Ne? Und ja, ich denke auf jeden Fall drüber nach. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Ich mache Mucke. Mucke kannst du überall auf der Welt machen. Und ich bin sehr gerne hier. Das wird immer irgendwie auch mein Zuhause bleiben, aber ich kann mir mittlerweile, also ich habe mittlerweile die Unabhängigkeit, sagen zu können, ich kann leben eigentlich, wo ich Bock habe, so. Und deswegen denke ich, spiele ich wirklich mit dem Gedanken, Deutschland langfristig vielleicht irgendwie zu verlassen. Aber es ist jetzt ein Gedanke auch nur. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken. Und schauen wir einfach mal. Samra Marlboro Schacht. Was für ein Name. Vielleicht für ein Jahr weg, aber muss auch an deine Tochter denken. Ja, das ist natürlich das Hauptthema in meinem Kopf, ne? Das ist das Hauptthema, was mich so aktuell noch davon abhält. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Es gibt für alles, gibt es Lösungen, Möglichkeiten. Genau, Yamamoto 23, saisonmäßig pendeln. Ich kann mir auch nicht vorstellen, gar nicht mehr in Deutschland zu sein. Deswegen, mal gucken. Wir gucken mal, wie sich die Sache entwickelt. Auf jeden Fall vielen Dank an unsere Brüder dort vor Ort, falls mir gerade jemand zufällig zuschauen sollte. Es ist uns eine Ehre gewesen. Ihr seid Bombenleute. Ich vermisse euch. Ihr habt uns mega geil in Empfang genommen und euch super gekümmert. The Shadow 089, lass dich überraschen, Digga. Lass dich überraschen. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Auf jeden Fall ist alles fertig. Es war auf jeden Fall sehr nice. Was haben wir alles erlebt, Alter? Was soll ich sagen? Wir waren eigentlich sehr viel. Wir haben eigentlich kaum die Dinge erlebt, die man in Dubai so erlebt. Ne? Ich habe meinen Fallschirmsprung nicht gemacht. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. So, das ist so meine persönliche Dings. Angst, die ich bekämpfen muss und die ich bekämpfen will. Und man macht ja in Dubai so Standardsachen. Man geht in diesen riesigen Wasserpark, man geht Fallschirmspringen, man geht in die Wüste und so. Man geht dies, das, bla bla, Quad fahren und so. Diesen typischen Tourismusurlaub haben wir nicht gemacht. Wir haben dort daraus brauche ich kein Geheimnis mehr zu machen. Wir haben dort Videos gedreht, so. Was für Videos kann ich euch an der Stelle noch nicht verraten. Das werdet ihr aber jetzt Stück für Stück mitbekommen. Auf jeden Fall noch was von meinem Album. Ich habe auf jeden Fall eine Solo-Nummer dort gemacht und alles andere, was dort entstanden ist, lasst euch überraschen. Ja, wir waren viel in dieser Mall. Wir waren sehr viel in dieser Dubai Mall und haben unfassbar viel Geld ausgegeben. Das muss ich einmal am Rande festhalten. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja, wir haben diese Mall. Wir haben diese Mall auseinandergenommen. Diese Mall ist so verdammt verfickt groß. Ja, das ist die größte Mall der Welt, glaube ich. Haben wir uns da auch regelmäßig verlaufen. In den ersten Tagen war es jedes Mal ein riesiger Film überhaupt. Das Auto im Parkhaus wieder zu finden, bis wir irgendwann mal gecheckt haben, da gibt es einen Parkservice. Machiavelli the Don, 1808, wann kommen denn die nächsten Bars und was hast du uns zu sagen? Reflexion, meine Freunde. Ich habe
auf jeden Fall ein, zwei emotionale Momente dort gehabt, die mich zum Schreiben angeregt haben. Und dabei ist etwas sehr Wildes entstanden. Ja, ich hatte auf jeden Fall dort auch meine Momente, meine nachdenklichen Momente und so. Und da habe ich, ihr kennt mich, ihr kennt mich. Ich lasse dann einfach fließen. Und dann sind es auf einmal wieder 100 geworden. Dann waren es zack, schwuppdiwupp, du lässt den Stift ein bisschen fließen und auf einmal waren es 100. Guckst einmal nach links, guckst einmal nach rechts und dann steht der Huni schon wieder. Was war das beste Erlebnis in Dubai? Boah, wir haben so viel gemacht, aber wir haben einen wunderschönen Abend in der Wüste erlebt. Wir wurden eingeladen von sehr einflussreichen und guten Leuten aus der Ecke und haben zusammen auf dem Boden gegessen, Witze gemacht, Kamele gestreichelt, gechillt. Also dieser Tag war für mich mit der schönste Tag so, weil das war so nice gewesen. Dieser ganze Vibe dort auf dieser Farm und dass so viele erfolgreiche Leute, wo im finanziellen Bereich, wir brauchen gar nicht zu reden, da waren Leute, ich brauche mich da auch gar nicht zu messen und so, dass wir da irgendwie gemeinsam total bodenständig am Chillen sind und essen und lachen und so, das war einfach so nice. Das war wirklich ein sehr schöner Abend, so, weil das war so real, das war so echt, das war einfach mega geil. Das war mega geil. Und ja, aber auch so, wir haben im Burj Al Arab auch einen sehr schönen Tag gehabt. Die Drehs haben Spaß gemacht, wir haben allgemein viel miteinander gelacht und so. Es war einfach nice, Digga. Wenn Leute am Start sind, die sich verstehen, die auf einer Welle sind miteinander, dann erlebt man auch eine schöne Zeit miteinander. Ja, die Stories mit Kapi waren beste. Kapi ist auch heute, glaube ich, wieder in Berlin angekommen. Ja. Bratan, was geht? Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich glaube, hoffe, alles gut. Ich bin gerade live auf Twitch. Und es wird Zeit, dass wir dich bald in dieses Game hier reinholen. Miss Kapi, ich sage auf jeden Fall meinen Zuschauern jetzt, dass sie dich richtig therapieren müssen. Bruder, Herz, ich küsse deine Augen. I love you, Brother. Ich hoffe, du bist gut angekommen, Bruder. Alles läuft. Und Bruder, Herz, ich trinke hier live Elephant Bay Eistee. Das ist eine Beleidigung, Bruder. Ich brauche diesen verdammten Brattee hier in Paletten. Eine Sache hat mich mies geflasht, während ich dort war. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Das war Jones Mann. Wer von euch kennt noch Jones Mann? Erzählt mal. Ey, der hat was rausgebracht, ne? Der hat mich gefickt. Der hat mich gefickt. Ich sag.